So, hier willst du dann hin? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel heute, und zwar Star Sand. Ich bin gespannt, wie das Spiel sein wird. Hab mich da jetzt hingehend auch wirklich so gut wie gar nicht gespoilert, eigentlich gar nicht. Ich habe das nur bei Steamblog kurz durchgelesen, dass man da halt irgendwie auf so einem erdähnlichen Planeten ist, aber irgendwie auch nicht, und dass da so Alien, sowas weiß ich, was da kommt, angeblich so sein soll. Und habe ich gedacht, gut, komm, laden wir mal runter, sah ganz gut aus. Und jetzt wollen wir das mal zusammen beginnen. Machen wir ein neues Spiel. Jetzt haben wir hier die Frage: Überleben, Star Sand in seiner reinsten Form oder entspannen, das gleiche Spiel, aber ohne gruselige, ach, guck, hier steht sogar Aliens, die dich jagen und mit nachsichtigeren Elementarbedingungen. Nö, hier überleben, machen wir erstmal, ne? Gucken wir, wie das ist. Was das Skorpion gibt, verursacht Schaden, bla. So, hier haben wir wohl offensichtlich, wie alles funktioniert. Karte gibt es auch. Autorun brauche ich nicht. Ja, gut, fangen wir mal an. While running the desert Während der marathon on Teilnahme the fourth am day, Wüstenmarathon we gerätst get du caught in plötzlich a am sudden vierten Tag zwischen sandstorm, zwei fighting Kontrollpunkten between two plötzlich in checkpoints. einen Sandsturm. Following the Es ist track becomes unmöglich, impossible. der You Strecke zu soon get folgen, lost und in a du cloud of verlierst dich dust bald or in einer sand, Wolke aus Staub und Sand. blinded by the wind, Verwind, breathing with geblendet mit difficulty, the sun Atemnot, setting in a die Sonne direction geht you in cannot eine Richtung, tell. die du You nicht start erkennen wondering kannst. if Fragst you'll du make dich, it ob du alive, es if you'll lebendig survive schaffst, the ob du desert. die Wüste überleben wirst? Mal gespannt. Ui, ist schon gut los hier, guck mal. Sandsturm, kann man was erkennen? Da ist so eine Hütte, oder? Oder da. 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 Laufen wir mal dahin. Komm, hier üblich wie immer, ne? Hier mit den Tasten, der Tastbelegung haben wir eben gesehen. Der Plan, wie es hier abgeht, ob das jetzt, was denn jetzt, ob das jetzt immer so ist. Da unten haben wir einmal das Leben, die Gradzahl, denke ich mal, vom Wetter, und was ist da oben? Brot oder ein Brötchen oder sowas. Wahrscheinlich essen und trinken halt, ja, ist klar. So, dann gehen wir mal hier rein. Komm, mach dich rein da. Hoppa. Na jetzt. Was passiert hier? Erstmal passiert ja gar nichts, so wie ich das sehe. Du kannst erlernt in deinem Logbuch im Pausenmenü nachschlagen. Okay. Und nu? Moin. Als wäre nichts gewesen. Kann man hier was machen? Nö. Rüste die Wasserflasche in der Hotbar aus. Ja, machen wir gleich. Drücke Tab. Okay. Jetzt wird das die Wasserflasche. Oh, das sieht das. Jo, ist er. Ist das hier ein Stein, ne? Ja, alles klar. Drücke. Ne, haben wir doch gemacht. Die ist doch da unten drin. Was ist denn das Problem? So. Ach so, Linksklick trinken. Alles klar. Schluck getrunken. Unten ist es draufgegangen. Habe jetzt nicht drauf geachtet, ob das jetzt auch kühlt. Keine Ahnung, werden wir alles rausfinden. Drücke C, um das Herstellungspanel zu öffnen. Okay. Also, das kann man hier wohl aktuell bauen. Wie gesagt, ein Early Access Titel, ne? Oh, hier. Klamotten sogar. Ein Hut gegen die Sonne verhindert Sonnenbrand, wenn man ihr nicht zu lang ausgesetzt ist. Okay, für Tauwerke wird man alles noch feststellen, wie das geht. Alles klar. Habe ich gemacht. Was soll ich machen? Messer herstellen. Wahrscheinlich Werkzeuge, ne? Ein Stein fehlt uns. Gut, machen wir das doch. Das da. Boah, wird ein Stein sein. Komm, rennen wir hin. Guck mal, ganz da hinten ist eine Palme. Da oben. Das würde ich jetzt einfach mal drauf schließen, dass man dort dann wahrscheinlich auch Dings findet, ja? Wasser. Wenn wir die Richtung werden schon wissen. Werden schon irgendwo ankommen. 30 Grad ist es gerade. Schön in der Sonne. Wunderbar. Wunderbar. Achso, Messer herstellen. Hier, das geht auf C. Was ist das? Messerchen herstellen. Okay, 2 Sekunden noch. Nicht jetzt da unten. Kann man mit dem Mausrad auswählen. Jawohl, kann man. Fälle ein Jucker. Die Steinchen nehme ich mit, wenn sie schon hier liegen. Das hier ist Jucker. Dann haben wir da drauf. Mal gespannt, was da jetzt passiert. Passiert da was? Alter. Doch. Was sind das hier? Stiel. Stiel, Stiel, Stiel. Stock, Stock, Stock. Grobe Axt hier. Machen wir gleich. Eine grobe Axt. Ach, ich drücke eins auf Tab. Hier, C. Dafür brauchen wir Tauwerk. Und wie kriege ich Tauwerk? Nö, wenn dann was Ressourcen, wahrscheinlich Tauwerk. Ah, okay, aus den Stielen. 2 Stück haben sie gesagt. Ja, natürlich passt das jetzt alles, ne? Ist klar, Tutorial.
So, wir gehen ja schon ein bisschen in der Zeit darüber. Bisschen ja da in der Sonne als Waden. So, wie sieht's aus? Was war das? Eine Axt, ne? Extien! Da ist er. Zack! Bau! Komm und lauf Richtung Palme dahin. Stell eine grobe Axt hier, die müsste ja dann auch da unten drauf gelegt werden, denke ich mal, wenn sie fertig ist. Also, wenn ich jetzt mal raus sage, seid ihr überhaupt dabei? Ja, Gott sei Dank. Hätte ich jetzt mit mir alleine gesprochen. Fälle eine Palme. Das soll ja wahrscheinlich die Palme, die jetzt da steht, eben halt, ne, zum Fällen sein. Dann machen wir das doch auch. Oh, 40 Grad schon, ey. Das ist doch mit Sicherheit nicht gesund. So, haut drauf da. Wie es verschwimmt, wenn man so nah dran ist, ne? Der Fokus jetzt da drauf liegt, finde ich cool. Jawohl. Und so. Und nu? Schneide die Palmblätter aus Stielen. Du kannst alles Erlernte in deinem Logbuch im Pausenmenü nachschlagen, alles klar. Mache ich das überhaupt richtig hier? Oh, da hat er mir erschrocken. Kann man da noch weiter draufhauen? Ich versuch's einfach mal. Kennt man ja von manchem Spiel, was man schon mal gespielt hat. So, siehst du. Ja, hallo. Nimm mal mit das Zeug jetzt hier. Junge, Junge, Junge. Dann hier drauf. Schön. Und dann schneide die Palmblätter zu Stielen klein. Wahrscheinlich geht's da weiter. Jo, siehst du. Nimm mal das mit hier. Man weiß ja nie. Ah, da laufen wir hin. Oder war das noch irgendwas? Wo sind wir denn? Da war die. Ja, da ist die Bude, also sind wir in die Richtung. Gut, alles klar, finde Wasser. Habe ich gefunden, da vorne ist es. Was ist jetzt los? Extrem hohe oder niedrige Temperaturen verursachen mit der Zeit Schaden. Okay. Wenn wir trinken, jetzt können wir es ja mal ausprobieren. Ich trinke jetzt mal einen Schluck, ob das dann runtergeht, ob das von innen kühlt. Nö. Oder? Nö, es wird jetzt wärmer. Ah, ehrlich. Komm, Junge, lauf. Da oben ist auch was. Guck mal, da geradeaus jetzt. Auf dem Hügel da, also auf der Düne. Könnte sein, ne? Bis jetzt macht es einen ganz vernünftigen Eindruck, muss ich sagen. Ist das da hinten? Und Busch. Sieht ganz cool aus. Keine Ahnung, wie groß die Karte ist oder so. Ich hab echt keinen Plan. Ja, es ist heiß, ich weiß. Ach, guck mal, das soll. Diese Wassertröpfchen sollen das Schweiß darstellen, ne? Würde ich mal denken. Die ab und zu mal so sieht. Da die jetzt in der Mitte das gesehen. Das soll bestimmt sowas sein, wie Schweiß oder so. Ne? So Schweißperlen, die runterlaufen. Ja, ist natürlich jetzt recht entspannt, weil Tutorial ist klar, aber wer weiß, was hier noch abgeht, wenn da diese komischen Viecher kommen. Was sind das da? Die Aliens und so. Ich weiß nicht, wie oft die kommen und ob die stark sind. Keine Ahnung, werden wir wissen. Werden wir alles feststellen. So, gehen wir ins Wasser. Ich nehme an, dass man sich abkühlen kann. Zumindest würde ich das so machen. Jawohl. E trinken. Ja, mache ich doch gleich. Und er? Voll. Und er ist auffüllen. Ach, mach doch so. Ja, cool. Ist das jetzt voll das Fläschchen hier? Jo. Klettere auf einen Baum und hole eine Frucht. Machen wir sofort. Ich will den Stein hier noch mitnehmen. Den da hinten auch. Zack. Ist hier noch mehr zu sehen? Also steinemäßig. Du. So, guck mal, da hatte ich da auch noch einen. Dann nehmen wir die auch mit. Stöckchen nehmen wir mit, wenn es doch hier liegt. So, nochmal hier rein. Abkühlen. Tauch ab. Ist zu flach oder was? Hier, es geht's da runter. Warum taucht denn der jetzt nicht jetzt? Ach, guck an, wir waren noch zu weit oben. So, unsere Aufgabe ist eine Frucht vom Baum holen. So, gehe ich an den dran. Du kannst Früchte aus den Palmen pflücken, wenn du sie hochkletterst. Trete nah an den Baum und drücke die Leertaste. Hab ich? Ah, okay. Jetzt geht er hoch. Datteln. Ja, wer das Zeug? Und du? Stelle einen Marker her und platziere ihn. Was machen wir da? Ah, ich bin das immer noch gewohnt mit dem Tab. So soll das sein. Hier platzierbare Objekte. Jo. Tauwerk, 3 Stück. Ressourcen, Tauwerk. Zack. 2 Stiele, also ich brauche mehr Stiele. Kann man das wieder rauswerfen? Rauswerfen. Jo. Was ist denn jetzt hin? Axt ist da. Auch mal da drauf. Jawohl. Jawohl. Gut gemacht. Aber das auch gleich weg. Sehr schön. Was habe ich jetzt aufgenommen? Das ist ein Palmdings da. Herstellen, herstellen. Und dann, was soll man bauen? Das Teil.
Haben wir alles. Super, bauen wir das. Dann bauen wir jetzt den schönen, den Dings hier hin. Hier unten ist er schon. Du kannst, ja, mache ich da. Jetzt lass mich das Ding erstmal hinstellen. So, hier, Flammensmesse hin. So, guck da, mal Pfeil jetzt in die Richtung, was auch immer, dass es das anzeigt. Zerlegen wollen wir es nicht. Öffne Karte. Karte war M wahrscheinlich. Jawohl. Ja, stand auch gerade. Und das sind wir. Ja, es ist heiß. Was soll ich da machen? Öffne die Karte, platziere ein Symbol. Ach, guck mal an. Ja, nee. Hier, Oase. Ja, ist jetzt nicht ganz so. Machen wir da hin. Alles klar, so jetzt erstmal ab ins Wasser hier. Hup, Rinder. Erlege irgendein Tier, das du finden kannst. Ich habe irgendwas von Waffen gelesen eben. Waffen, siehst du? Speer, können wir bauen. Bauen wir den. Können wir das auch bauen, oder was? Machen wir da auch. Was kosten so Pfeile? Tauwerke, Junge, Junge. Oh, hoch, hoch, hoch. Hab ich ganz vergessen. So, jetzt nehmen wir erstmal hier das Palmblatt wieder raus. Das nervt mich da unten. Schwupp, raus damit. Das kommt dahin. So. Tiere finden. Ob wir hier was finden, weiß ich nicht. Irgendwie, was weiß ich, Antilopen oder sowas. Gibt's das hier? Lief hier gerade irgendwas? Gibt's da so kleine Tiere vielleicht? Was weiß ich? Was lebt da so? Schlangen oder sowas? Aber was hilft denn da? Da ist da irgendwas. Guck mal. Das ist die Kokosnuss. Nee. Wüstenfrucht nehme ich da. So, hier. Willst du dann hin? Kann ich dich töten? Frosch. Kröte. Huch. Drücke E zu plündern. Finde. Ja, habe ich doch gefunden. Jetzt müssen wir erstmal ins Wasser, Alter. 44 Grad. Arme Kerl. Hup. Rinder. So, mit der Tab, das ist ein bisschen ungewohnt, muss ich tatsächlich sagen, das über C zu machen. Naja, gut. Ist wie es ist. Gewöhnt man sich auch dran. Hier, was brauche ich dafür? Habe ich sogar. Cool. Bauen wir es doch gleich. Wüstenfrucht ist auch geil, ne? Bin mal gespannt. Wo bauen wir uns ans Feuerchen hin? Junge, hier ist unser Matterpfahl, hätte ich beinahe gesagt. Aber da hängt auch ein Dings da oben. Die kann man auch werfen. Da oben, guck. Oh, das ist alles voll da. Geil. Hier. Ja, ich würde das schon hier hinsetzen, ne? Hier, machen wir direkt daneben. Zack. Und jetzt kann ich da einzeln Holz reinmachen. Wo ist mein Holz hin? Hau ich einfach da rein. So, jetzt brennt's und wo das Fleisch hier. So, ja, die ist warm. Ab ins Wasser. Bringt mal ein bisschen was. Ah, Zeit, dass er was essen tut, der Junge. So. Das Fruchtfleisch hat beruhigende Eigenschaften für die Haut. In Kombination mit anderen Inhaltsstoffen hat es reinigende Eigenschaften. Stellt Hunger wieder her. Weiß nicht, ob das gesund ist oder nicht. Also, essen kann man das bestimmt, ne? Muss man das vielleicht aber auch noch kaputt hauen oder sowas. Ne, das stelle ich nicht gerade ans Feuer, das macht nicht so viel Sinn bei der Hitze. So, werfen wir da hin. Nehmen wir hier das Teil. Ich habe keine Ahnung. Triffst du es? Hm, passiert nichts. Und hiermit? Das Ding einfach drauf sticht. Ne, ich glaube nicht, ne? Nee, passiert nichts. Was röstet im Lagerfeuer? Das machen wir doch gerade. Stellt er sich aber dahin? Jetzt. Ja, ist heiß. Sieht dann aus, fleischmäßig. Gleich fertig. Dann kühlen wir uns nochmal kurz ab. Ab da rein. Hier unten drunter hätte ich gedacht, dass hier im Wasser vielleicht auch noch was zu finden ist. Ist das eine Höhle da? Nee. Das sein können. So, jetzt müsste es aber hier fertig sein, oder? Komm raus hier. Aus dem alten Tümpel. Siehst du, rechtsklick, da haben wir es. Und jetzt will ich es essen. Konsumieren. Das schmeckt uns. Kann man das dann löschen? Oh, so einfach. Cool. Haben wir jetzt auch Kohle schon gekriegt? Ja, tatsächlich, das sieht man ja gar nicht, oder? Ich denke gerade, was hat das für ein Umriss? Das ist Kohle. Ja, die ist heiß. Alter, ist das. Soll ich machen? Stelle Unterstand her. C. Wir brauchen einen Wedel und Tauwerk. Wie viel Tauwerk war das? Zweimal? Sag nochmal, was ist denn das? Geschützturm, Alter, was ist da los? Tauwerk, drei Stück, ey. Zwei Wedel. Gut, kümmern wir uns drum. Axt dann, Mann. Ey, knallen wir ihn weg hier. Ja, von da hinten, oder? Die hier machen wir weg.
Drauf da. Wunderbar. Bauen wir jetzt noch hier unseren Dings auf, ne? Unseren kleinen Unterstand. Und dann hüpfen wir rüber in die nächste Runde. Bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Ich mache bis jetzt einen guten Eindruck. So, haut drauf da. Wir brauchen nämlich auch die kleinen Dinger. Zack, zack. Nochmal hier gelinst. Tauwerk. Tauwerk, Tauwerk, Tauwerk. Ressourcen, Tauwerk. Eins. So. Dann brauche ich mehr hier vorne. Ja, jetzt musst du mal kurz da durch, mein Freund. Zack, zack. Ist hier noch irgendwo ein Wedel? Wieder nur zwei Stück oder habe ich einen aufgenommen? Drei. So, ich will aber nur zwei haben. Und den will ich kaputt hauen. Jedenfalls gerade, Alter. hier, hier. Bauwerk, zack, zack. Und was braucht er noch? Unterstehend. Müsste jetzt haben. Herstellen, jawohl. Und jetzt kannst du da mal ins Wasser hüpfen schnell. Ui, Arschbombe. So, trink einen Schluck. Warum trinkst du denn jetzt nicht? Hast du eben alles getrunken, wie großer. Jetzt. Der trinkt doch auch. Genau. So, Unterstand. Wo ist unser ganzes Zeug? Hier. Wo ist der Unterstand? Da unten. Wie kann ich den drehen? Hier, hier. Ich habe nicht aufgehört. Hier. Falltasten, okay. Das war auch ein trauriger Unterstand. Also hier ist der Eingang. Der Eingang machen wir doch hier zwischen, oder? Passt doch schön hier hin. Zack. Die Palme noch daneben. Jawohl. So, was kann ich jetzt hier machen? Kann ich mich rinsetzen, ja? Okay. Ich möchte ja wissen, wie ich den benutze zum... Ach, hier. Nee, das war die Palme. Muss ja irgendwie funktionieren. Ah, okay. Er speichern. Spiel gespeichert. Was steht denn noch? Du kannst nur nachts schlafen. Ah, okay. Ich verstehe. Stell einen Hammer her. Alles klar. Dann wissen wir, was in der nächsten Runde mache. Ich hocke mich mal kurz hier hin. In der Hoffnung, es bleibt kühl. Ah, da, tatsächlich. Guck mal da. 35 Grad. Scheint zu helfen. Es wird natürlich auch dunkel, glaube ich. Sieht auf jeden Fall so aus. Nu, alles klar. Gut, also das Spiel spielen wir jetzt mal so ein bisschen an. Ne, so ein paar Runden. Guck mal, wie es ist. Ich finde, bis jetzt macht es Spaß. Ist doch abwechslungsreicher, wie ich es gedacht hätte. Ist halt noch im frühen Stadium seines Early Access, so wie ich das erfahren habe. Und bin gespannt, was in den nächsten Runden auf uns zukommt. Gerade auf die Gegner, die dann noch hier auftauchen. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Runde hier an unserer Oase. Ne? Also bis dahin. Tschüss.